Hallo liebe Jungfrau und willkommen bei Chat Tarot. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Zeitraum Mitte bis Ende Juli 2024 und da schaue ich mir gerne mit euch gemeinsam an, was euch in dem genannten Zeitraum erwarten könnte. Hier links habe ich Karten für dich, liebe Jungfrau, hier für dein Gegenüber. Das Gegenüber kann hier eine einzelne Person bis hin zu einer Personengruppe darstellen. Die Rollen können vertauscht sein und bedenkt bitte immer, es ist eine allgemeine Legung, es kann und wird hier leider nicht auf jeden Einzelnen passen. Ich beginne hier sehr gerne mit Orakelkarten. Diese Karte habe ich für euch gezogen. Ja, wir haben hier die Ermutigung. Mitte 54, Quersumme 9. Ja, es geht hier darum, jemanden zu unterstützen. Du brauchst Unterstützung oder ein anderer braucht Unterstützung. Vorrangig psychologische, mentale, geistige Unterstützung. Vielleicht eine Beratung, gut zureden, jemanden emotionell auffangen. Ja, 9 stellt die Karte, 9 der Schwerter, 9 der Stäbe dar. Irgendwas ist anstrengend, belastend und jemand will schon fast aufgeben. Oder möchte nicht aufgeben, kann auch sein, ja. Wir sehen hier zwei Giraffen, die Muttergiraffe und das Baby. Das hat hier so eine beschützende Funktion. Jemand sucht Schutz bei dir oder du suchst Schutz, einen Rat, eine Hilfe bei jemandem in deiner Situation. Es geht darum, jemanden zu ermutigen. Hey, es geht auch weiter, ja? Das Leben geht weiter, wir kriegen es hin. Kommen wir hier zu den Tarotkarten. Mit der Todeskarte und mit 10 der Schwert, dann sehe ich, dass in der jüngsten Zeit vor kurzem etwas, also vor kurzem ist jetzt relativ, es kommt auf die Angelegenheit an, ja, es kommt auf das Thema an. Jedenfalls für dich gefühlt, vor kurzem ist hier relativ schnell etwas passiert. Etwas hat sich sehr radikal schnell verändert. Damit hast du vielleicht gar nicht gerechnet. Jemand hat sich verabschiedet, jemand ist gegangen, jemand hat hier was beendet oder vielleicht hast du hier auch irgendwelche Sorgen für dich. Ganz schnell beendet, ja? Tschüss, tschüss, Sorgen. Also auf jeden Fall eine sehr starke Veränderung vor kurzem für dich. Der Herrscher umgekehrt. Es hat dich in eine Situation manövriert, wo du plötzlich sehr große Entscheidungen treffen musstest. Wo du plötzlich sehr schnell etwas unterschreiben musstest oder etwas regeln musstest, ja, und das hat dich überfordert, die Situation. Der Herrscher ist umgekehrt gekommen, das hat dich überrumpelt. Also diese Art von Verantwortung, so plötzlich, damit hast du nicht gerechnet, ja, sagst, es ist mir zu viel. Will ich momentan gar nicht haben. Hier die Hohe Priesterin. Deine Gefühle müssen sich hinten anstellen. Es geht hier um eine klare Ordnung beim Herrscher. Ja? Was in dir drinne vorgeht, zeigst du nicht so recht nach außen, weil die Situation es einfach erfordert oder weil es halt nicht anders geht. Aus irgendwelchen Gründen zeigst du hier nicht deine Gefühle nach außen. Versteckst du, was du denkst, was du fühlst. Vielleicht ist es ja auch für die Gesamtsituation auch hilfreich, wenn du es nicht tust. Hier beim Gegenüber die Mondkarte. Ja, jemand ist unsicher, diffus. Weil du hast ja hier irgendwelche Geheimnisse, ja? Jemand versteckt hier auch was vor dir. Jemand versteckt hier was vor dir. Vier der Münzen. Jemand will hier an etwas festhalten. Versucht hier vielleicht auch etwas zu manipulieren, etwas zu steuern. Im positiven wie im negativen Sinne. Mond und vier der Münzen. Jemand will hier durch irgendwelche Manöver etwas im alten Status quo beibehalten. Ja? Will sich hier von etwas nicht trennen, will sich nicht von etwas lösen, will vielleicht auch nichts abgeben. Ja, weil wir haben hier die Münzen. Vielleicht geht es auch ums Geld. Direkt daneben auch sieben der Schwerter. Das ist die Gedankenflucht. Jemand will an etwas festhalten und redet sich hier heraus. Er findet Notlügen, Geheimnisse, versteckt hier etwas, ja, Mondkarte und sieben der Schwerter.
Jemand führt hier irgendwas im Schilde, um einen alten Status beizubehalten, um hier nicht loszulassen. Vielleicht lügt dich jemand sogar auch an, ja? Sieben der Schwerter ist auch möglich. Jemand drückt sich hier vor einer Entscheidung, weil diese Entscheidung bedeuten würde, hier von einem alten Status quo abzuweichen, ja? Aber hier mit den Liebenden ist, denke ich mal, diese Entscheidung unausweichlich, weil es ist eine große Arkana. Und die großen Arkana bestimmen ja sozusagen, was geschieht. Ja, und dem kann man sich nicht entziehen. Das ist eben so. Ja. Ich kläre das jetzt mal hier mit einem weiteren Deck. Mal schauen, was hier noch für Infos kommen. Ja, liebe Jungfrau, diese ersten vier Karten, wie gesagt, eine ruckartige Veränderung, sehr unerwartet, irgendein Ende hier mit einer starken Veränderung gekoppelt. Und hier die Königin der Stäbe mit dem Ritter der Schwerter. Das ist so dieser Druck. Auf einmal dieses hohe Tempo, dieses Plötzliche. Plötzlich musstest du hier aktiv werden, in Action treten, ja? Die Königin der Stäbe, die ist ja eine Macherin. Etwas musstest du tun. Es geht um die Handlung. Es sind die Stäbe. Plötzlich war etwas zu tun. Schnell. Druck hier mit dem Ritter der Stäbe. Auch unerwartete Nachrichten kamen hier rein, möglicherweise. Ja, und dann mit dem Herrscher solltest du hier eine klare Position beziehen. Etwas bestimmen, etwas sagen, etwas organisieren. Vielleicht auch andere Leute anleiten, ja, etwas bestimmen. Der Herrscher sagt, so wird's gemacht. Und hier, der Herrscher ist umgekehrt gekommen, völlig überfordert. Du sagst, ich bin doch ein Page. Ich habe doch keine Ahnung von diesen Sachen. Der Page ist so ein bisschen unsicher, ja? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich als erstes machen? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach irgendwas. No? Hohe Priesterin, sechs der Schwerter. Irgendwas ist hier bei dir drin, das zeigst du nicht nach außen. Irgendwas hat dich hier aufgewühlt, irgendwas arbeitet in dir. Wir sehen hier dieses unruhige Wasser. Du möchtest hier, dass sich deine Gedanken und deine Gefühle auch beruhigen. Das ist dein Wunsch. Irgendwas hat dich hier sehr stark aufgewühlt. Ja. Aber du zeigst es nicht so nach außen. Das behältst du hier für dich. Dein Gegenüber, die Mondkarte und neun der Stäbe. Angst, dieser Mensch hat Angst. Ich weiß nicht vor was. Wir hatten ja hier diese Unterstützung, ne? Ne, die Ermutigung. Ja, das ist ja die neunte Arkana von den Stäben. Und hier haben wir auch Quersumme 9. Jemand braucht deinen Support, deine Unterstützung. Jemand ist sehr geschwächt. Jemand ist vielleicht auch krank, jemand ist schwach, ermüdet, angestrengt von der Situation und braucht dringend Unterstützung, weil dieser Mensch ist hier irgendwie im Dunkeln, ja. Ist hier ziemlich lost, habe ich den Eindruck. Ja, festhalten am Status quo, vier Münzen, sechs der Münzen. Jemand will hier alles so haben wie gehabt. Für diesen Menschen ist es nur gerecht, wenn alles so bleibt, wie es ist. Alles andere akzeptiert dieser Mensch nicht, habe ich den Eindruck. Sieben der Schwerter, acht der Münzen. Am Status quo festhalten, Fassade aufrechterhalten, komme was wolle. Zur Not erzähle ich auch irgendwelchen Quatsch, damit das hier weitergeht. Ich will hier weitermachen. Dieser Mensch will hier weitermachen, rückt davon nicht ab. Aber wie gesagt, die Entscheidung muss kommen. Dieser Mensch muss hier eine Entscheidung treffen, muss sich hier auf etwas einlassen. Hier zweimal die Liebenden. Eine Entscheidung ist hier unabkehrbar. Interessanterweise hier der Herrscher mit der Hohen Priesterin ergibt auch die Liebenden. Ja. Ja, du musst auch etwas entscheiden. So. Du musst auch etwas entscheiden.
mit diesem Menschen, für diesen Menschen beraten. Solange dieser Mensch hier nicht sich zu einer Entscheidung durchringt, ist die ganze Sache in der Schwebe, habe ich den Eindruck. So, wie entwickelt sich die Situation weiter? Ja, liebe Jungfrau, nochmals 10 der Schwerter. Also diese gesamte Geschichte hier, diese gesamte Angelegenheit ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da fehlt irgendwie die Kooperation vom Gegenüber. Und es ist wichtig, dass es hier abgeschlossen wird. Hier bist du als Königin der Schwerter angezeigt. Du bist hier aufgerufen, eine logische, eine verstandesorientierte Entscheidung zu treffen. Wir haben hier 3 der Kelche umgekehrt. 3 der Kelche ist so dieses, alle sollen glücklich sein, wir haben uns alle lieb, wir sind happy. Ja, das ist so die fröhliche Gemeinschaft, wir sind uns einig, wir haben alle Spaß, wir sind alle in der Leichtigkeit. Und die Karte ist umgekehrt gekommen. Also du musst hier womöglich auch eine Entscheidung treffen, die anderen nicht gefällt, die den anderen den Spaß versaut. Ja. Wir haben hier ja den Hierophanten umgekehrt im Rücken. Du musst dir vielleicht auch gegen dein Glaubensmuster entscheiden. Du musst dich hier, du hast so gewisse Werte, gewisse Wertvorstellungen und die Herausforderung ist hier eventuell, dass du hier gegen deine moralischen, ethischen Wertvorstellungen entscheiden musst. Ja, du hast so eine bestimmte Idee, wie etwas abzulaufen hat. Was ist gerecht? Was ist für alle irgendwie eine gültige Lösung? Und die ist in diesem Fall nicht herbeizuführen. Du musst hier gegen deine Werte, an das, was du glaubst, dagegen musst du verstoßen, um hier verstandesorientiert eine Entscheidung zu treffen. Das ist so deine Herausforderung. Damit tust du dir schwer. Weil wir haben hier mit 6 der Stäbe umgekehrt und mit diesem Page der Schwerter haben wir jemanden, der nicht belehrbar ist. Dieser Mensch fühlt sich im Recht. Dieser Mensch diskutiert hier rum oder erzählt hier irgendetwas, was keinen Sinn ergibt. Die Aktionen dieses Menschen sind nicht zielführend. Ja? Hier kann sich jemand, ja, hier fühlt sich jemand im Recht, will irgendwas ansagen, geht aber nicht. Das ist ein Page. Hier ist jemand auf dem Holzweg. Und deswegen bist du aufgerufen, das hier zu korrigieren. Jemand ist hier felsenfest von etwas überzeugt, was aber nicht funktioniert oder nicht stimmt. Und schau mal, hier sind schon wieder diese 4 Münzen. Beim Gegenüber. Jemand hält hier fest. Nein, ist meins, ich gebe es nicht her, ich rücke keinen Zentimeter weg. Vielleicht geht es auch um die Finanzen, dass jemand etwas nicht abgeben möchte. Vielleicht hat jemand Schulden bei dir, will das Geld nicht zurückzahlen. Keine Ahnung. Vielleicht geht es um einen Chef, der schon seit 15 Jahren keine Gehaltserhöhung mehr gezahlt hat. Und jetzt wirst du wütend und sagst, also jetzt ist auch mal Schluss. Na, ich weiß nicht, was es ist. Du musst es auf deine Situation anwenden. Dieser Mensch wartet hier unermüdlich darauf, dass du hier mitziehst, dass du hier mitmachst. Du wirst hier aber nicht mitmachen, weil du sagst, nein, 3 der Kelche umgekehrt, ich mache da nicht mehr mit. So geht das nicht. Ja, als Königin der Schwerter sagst du, das ist gegen die Vernunft. Es geht einfach nicht. Die Kelche stehen ja auch für die Liebe, ja, für Gefühle. Auch wenn ich Gefühle habe für diesen Menschen oder, ja, auch wenn ich emotional an irgendeiner Situation verhaftet bin. Ich darf das jetzt nicht berücksichtigen. Ich muss nach dem klaren Verstand, muss ich entscheiden. Und wir haben hier
Die Gerechtigkeit und die Sternkarte. Es wird alles ein gutes Ende nehmen. Es wird alles sich fügen zum Schluss, liebe Jungfrau. Hier mit der Gerechtigkeit möglich, dass hier eine weitere Instanz eingreifen wird, vielleicht auch juristisch oder eine Behörde. Irgendjemand greift hier ein oder es ist wirklich das Universum, was hier sozusagen die Schalter umlegt. Ja. Damit hier endlich die Sachen ins Gleichgewicht kommen. Und hier die Sternkarte, das ist die Erlösung, das ist die Befreiung, ja. Das ist raus aus dem Hamsterrad. Dazwischen sind diese sechs der Stäbe umgekehrt. Dieser Mensch wird hier von diesem Holzweg befreit, ja. So, liebe Jungfrauen, ich komme jetzt hier zum Ende. Wenn es eure Legung war, dann hoffe ich, ihr konntet hier was für euch an Denkanstößen, an Inspirationen mitnehmen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Juli. Macht's gut und vielleicht bis bald wieder, ja? Ciao.